Wer unsere Smoothie Bowls noch nicht probiert hat oder dringend Nachschub braucht, der bekommt jetzt für kurze Zeit mit dem Gutschein Bowl 10, blende ich hier mal ein, 10% Rabatt auf unsere Smoothie Bowls, genau genommen das 5er Bundle. Unter allen Bestellungen, die den Gutscheincode Bowl 10 benutzen, verlosen wir zusätzlich einen Angel Juicer. Das ist der beste Entsafter im Wert von 1.200 Euro, komplett aus Edelstahl. Näheres dazu in der Infobox. Viel Glück und guten Appetit vor allen Dingen auch. Einfach bestellen und diese automatisch beim Gewinnspiel dabei. Jetzt geht's los mit dem Video. Heute schauen wir uns die Missstände in der Agrarpolitik an. Derzeitiger Minister ist Cem Özdemir von den Grünen. Da bin ich mal gespannt, was dieser Herr reformieren wird in den nächsten 4 Jahren. Einige Zahlen sind nicht die aktuellsten, aber es gibt hier auch Schwierigkeiten, denn diese sind nicht immer hundertprozentig einsehbar. Da komme ich hier nicht immer an die neuesten Zahlen ran, aber versuche so aktuell wie möglich es ist zu arbeiten. Nagelt mich darauf nicht fest, daher sollte dieses eher nicht exakt betrachtet werden, sondern eher als eine Übersichtsarbeit, die ich für euch hier darbieten möchte. Die Fleischindustrie in Deutschland behauptet, moderne, intensive Landwirtschaft bietet sichere Lebensmittel. Das ist falsch, finde ich. Zutreffend ist, die industrielle Mastanlagen fristen Schweine, Hühner und Puten und andere Nutztiere ein qualvolles Dasein. Die Tiere ertragen ihr vom Stress geprägtes Leben nur durch einen massiven Einsatz von Antibiotika. Ein paar Fakten. 1619 Tonnen Antibiotika wurden 2012 in Deutschland in der Tierhaltung eingesetzt. Mehr als das Doppelte so viel quasi wie in Menschen benutzt wie in der normalen Medizin. Die neuesten Studien zeigen, beziehungsweise die neuesten Ergebnisse zeigen hier 2018, eine Publikation aus 2020 sehen wir hier, 722 Tonnen. Das sind aber immer noch deutlich mehr als in der Humanmedizin eingesetzt werden. Ja, das kann man sagen, gut, es geht zwar zurück, aber man darf auch sagen, korrelierend geht dadurch auch allgemein der Fleischkonsum zurück. Prozentual, ob das zurückgeht, das weiß man immer noch nicht ganz genau halt, ja. In 82% der Masthuhnbetriebe, 77% der Mastschweinbetriebe und 100% der Mastkalbbetriebe, Beispiel Niedersachsen, werden Antibiotika eingesetzt. Der Bund fand bei Untersuchungen in mehr als der Hälfte der Geflügelfleischproben multiresistente Keime, MRSA, ESBL. Verbraucher könnten sich beim Zubereiten des Fleisches mit antibiotikaresistenten Keimen kontaminieren. In Deutschland sterben nach Einschätzung von Ärzte Organisation etwa 30.000 Menschen pro Jahr, weil Antibiotika bei ihnen nicht mehr wirken. Die Agrarindustrie will uns glauben machen, von der Verteilung der Subventionen profitieren die Bauern. Das ist falsch, meines Erachtens. Zutreffend ist, die Fleischindustrie in Deutschland profitiert von über 1 Milliarde Euro Agrarsubventionen pro Jahr aus Brüssel, Berlin und Ländern. In Deutschland erhielten in den Jahren insgesamt 332.410 Betriebe Subventionen aus der EU-Agrarfonds. Hierzu zählen allerdings nicht nur landwirtschaftliche Betriebe, sondern auch Rüstungsfirmen wie die Rheinmetall AG, knapp 40.000 Euro, das war mal 2012 gewesen. Gleichzeitig bekommt eine kleine Gruppe von ca. 6.700 Subventionsempfängern, also 2%, je Betrieb mehr als 100.000 Euro pro Jahr. Zusammen satte 30% aller Direktzahlungen. Rund 44% der Bauernhöfe bekommen weniger als 5.000 Euro pro Jahr. Das sind zusammen 5% aller Direktzahlungen. Im Vergleich vorher 30% aller Direktzahlungen 100.000. Die Bundesregierung verteidigt die ungerechte Verteilung von Subventionen, die zudem oft an Millionäre gehen. Und sie wehren sich gegen eine Obergrenze für Subventionen und eine soziale Bindung an den Arbeitsbedarf auf den Höfen. Die Fleischindustrie behauptet, der Einsatz von Hormonen ist ein wesentliches Instrument zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Fakt ist, die Tiere leiden unter Hormoneinsatz. Die künstliche Steigerung der Anzahl der Ferkel je Sau und Jahr stellt eine starke Belastung für die Säue dar. Lahmheit, Gliederschmerzen, plötzliche Todesfälle, Fruchtbarkeitsprobleme, Abmagerung, erhöhte Krankheitsanfälligkeit sind die Folge. Und so schließt sich der Kreis wieder mit Antibiotika. Durch die enorme Steigerung der Ferkelzahl je Wurf kommen auch immer mehr Ferkel tot zur Welt oder sterben direkt nach der Geburt. Durch die nicht artgerechte Haltung verzögert sich häufig die Geschlechtsreife der Tiere. Solche haltungsbedingten Probleme sollen durch den systemischen Einsatz von Hormonen überdeckt werden. Die Hormone gelangen mit der Gülle in die Umwelt und belasten Gewässer. Eine Gefährdung des Menschen durch diese Substanzen wird in der Regel stark unterschätzt. Bei Menschen wird seit einigen Jahren ein Anstieg hormonabhängiger Krebsarten festgestellt. Hierzu zählt zum einen Brustkrebs. Auch Fruchtbarkeitsprobleme bei Männern und Frauen sowie immer frühere einsetzende Pubertäten werden beobachtet. Bereits in sehr geringen Dosen können Hormone, wie sie auch in der Schweinemast eingesetzt werden, zur Unfruchtbarkeit
zur Fehlbildung der Geschlechtsorgane und zur Umwandlung von männlich zu weiblich führen. Dies wurde bei Tierversuchen im Labor wie auch bei Wirbeltieren in der Natur beobachtet. Die Pestizidhersteller behaupten, moderne Pflanzenschutzmittel sind staatlich zugelassen und damit sicher für Mensch und Tier. Das ist falsch. Zutreffend ist, der Staat organisiert zwar ein aufwendiges Zulassungsverfahren, dieses weist aber zahlreiche Mängel auf. Es werden fast ausschließlich Studien berücksichtigt, die von den Pestizidherstellern in Auftrag gegeben werden oder sind. Ja, wir kennen alle das große Beispiel, möchte ich jetzt hier keinen Namen nennen, des Herstellers. Diese bleiben unter Berufung auf vertrauliche Geschäftsgeheimnisse so gut wie immer unpubliziert. Eine Überprüfung durch unabhängige Wissenschaftler ist so nicht möglich. Kombinationswirkungen beim Einsatz mehrerer Pestizide werden im Zulassungsverfahren kaum bis gar nicht berücksichtigt. Pestizide schädigen auch streng geschützte Tiergruppen wie Amphibien und Fledermäuse. Diese gravierenden Umstände spielen im Zulassungsverfahren aber keine Rolle. Die Genlobby behauptet, Agro-Gentechnik bekämpft den Welthunger. Gentechnikpflanzen sind widerstandsfähiger und sorgen für höhere Erträge. Gegen Hitze, Trockenheit oder Kälte gefreit Pflanzen gibt es derzeit nicht. Das sind Kopfgeburten der Gentechnikkonzerne. Keine einzige gentechnische Pflanze, die auf dem Markt ist, hilft gegen den Hunger der Welt. Gentechnische veränderte Pflanzen sind nicht für die Teller der Armen bestimmt. Sie gelangen als Tierfutter in die Tröge oder als Biosprit in die Tanks von Autos. 80% der im Tierfutter eingesetzten Proteinpflanzen importiert die EU. Dafür nimmt sie rund 20 Millionen Hektar Land in Ländern des globalen Südens in Anspruch. Pro Jahr werden in der EU über 30 Millionen Tonnen Sojaschrot verfüttert, etwa 5 Millionen davon in Deutschland. Der Anteil von gentechnisch veränderten Soja ist dabei sehr hoch. Alle Gentech-Multis entwickelten herbizidtolerante und insektenresistente Pflanzen. Aus deren Sicht ist das konsequent, sind sie doch Wirtschaftsunternehmen und keine Wohlfahrtsverbände. Sie wollen vor allem den Absatz ihrer menschen- und naturvergiftenden Pestizide sichern und die Märkte besetzen. Hungerkrisen haben vor allem gesellschaftliche und politische Ursachen und können nicht mit Gentechnikpflanzen vermieden werden. Die Agrospritindustrie in Deutschland behauptet, Biosprit ist umweltfreundlich. Das ist falsch, zutreffend meines Erachtens. Die Klimabilanz vieler sogenannter Biotreibstoffe ist ebenso schlecht und teilweise noch schlechter als die konventioneller Kraftstoffe. Agrosprit schädigt die Artenvielfalt, Rohstoffe werden mit hohem Einsatz von Pestiziden, Kunstdüngern als Monokulturen angebaut. Erforderlich sind außerdem große Mengen Wasser. In Ländern mit Wasserknappheit verschärft Agrosprit dieses Problem. Durch Agrosprit für Autos werden in ärmeren Ländern oft wertvolle Flächen belegt. Diese verdrängen zum Teil den Anbau von Nahrungsmitteln und Futter, der dann bis auf ungenutzte Flächen oder früherer Waldgebiete ausweicht. Das in Deutschland Autos eingesetzte Ethanol, zum Beispiel E10, wird bereits zur Hälfte importiert. Auch beim Biodiesel ist Deutschland auf Palmölimporte angewiesen. Weltweit gehen bereits 15% der Maisernte, zumeist gentechnisch veränderter Mais, in die Herstellung von Ethanol und etwa 16% der aus dem Raps, Soja, ebenfalls gentechnisch verändert, Sonnenblumen und Palmöl erzeugten Rohstoffe in die Herstellung von Agrodiesel, das heißt Biodiesel. Ja. Die strengere Nachfrage und die Verknappung von Anbauflächen verschärfen die Armut und Hunger in diesen Ländern. Ja. Agrodiesel beschreibt dieses Substrat besser, denn das hat sicherlich nichts mit Bio zu tun, denn hier werden große Mengen Pestizide und so weiter eingesetzt. Ja. Fazit, wenn ihr tierische Produkte esst, solltet ihr darauf achten, Bio zu kaufen, ja, und vor allen Dingen auch regional, damit ihr wisst, wo diese Tiere gehalten werden und wie es ihnen am besten geht. Die Subventionen sollten nicht missbraucht werden, um noch billiger produzieren zu können. Das konditioniert den Menschen völlig falsch, sondern dazu genutzt werden, die Haltungsbedingungen der Tiere zu verbessern. Hormone jeglicher Art sollten verboten bleiben und strenger kontrolliert werden, denn ich denke, es ist ein großer Schwarzmarkt im Umlauf. Pestizide und Pestizidstudien sollten durch ein unabhängiges Gremium beurteilt werden und peer-reviewed werden. Studien sollten wiederholbar sein und einsehbar sein. Esse man das Futter, was die Masttiere erhalten würden, gäbe es keinen Welthunger mehr. Damit entlasse ich euch. Jeder kann tun und machen, was er will. Aber ich sage euch, wir brauchen sicherlich nicht jeden Tag Fleisch und tierische Produkte. Und wir sollten vielleicht etwas mehr auf Qualität achten als auf
Quantität, denn wir haben sicherlich alle ein oder anderen Pfund zu viel und natürlich auch einige nicht, aber die meisten, und von daher an tut es ihnen sowieso gut, etwas weniger Quantität und mehr Qualität zu haben in ihrem Leben. Dankeschön fürs Zusehen. Das Liken würde mich freuen. Teilt das Video sehr gerne auf purazell.de. Könnt ihr mich unterstützen für meine kostenlose Arbeit. Bis gleich auf purazell.de. Ciao.